wie geht's? Hi, good morning. International, multilingual und innovativ. Das macht die Deutsche Schule Prag im Stadtteil Jinonice aus. Als exzellente deutsche Auslandsschule ausgezeichnet, ist sie nicht nur eine deutsch-tschechische Begegnungsschule, sondern entwickelt auch das Konzept der digitalen Modellschule stetig weiter. Wir sind eine moderne Schule, die Schüler aufs 21. Jahrhundert vorbereitet. Und eigentlich kann man sagen, wir führen die Qualität des deutschen Schulsystems mit der Qualität des tschechischen Schulsystems zusammen und machen daraus das Beste, was geht. Campus ist etwas, was ich sehr genieße hier in dieser Schule, weil wir hier wirklich vom Kindergarten bis zu den Abiturklassen alle auf einem Gelände haben. Und das ist ein ganz großer Schatz, den wir als Schule haben, dass wir die Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum 17., 18. Lebensjahr in ihrer Bildungsbiografie begleiten können. Und alles beginnt im Kindergarten, der bis jetzt noch deutschsprachig ist, aber bald vergrößert und bilingual sein wird. Naše školka je mezinárodní, rodinné a velmi vstřícné prostředí. Předškolní skupinka velmi úzce už spolupracuje se školou. Dochází k nám dvakrát v týdnu i paní učitelka, která potom přebírá první třídu. A myslím si, že potom ta adaptace v první třídě je o hodně jednodušší. Ze školky tím samostatným učením vlastně pokračují na prvním stupni a potom do maturity, takže ten základ vlastně začíná ve školce. Wir planen einen Kindergartenneubau, in den auch die Grundschule einzieht. Das bedeutet, auch die Grundschule und der Kindergarten werden zweizügig in beiden Sprachen. Das ist eine Herzensangelegenheit auch für Leute wie mich. Und auch die Kinder tragen beides in sich, haben beide Kulturen zu Hause. Und jetzt wird das in der Schule sozusagen in ein Gebäude gegossen. Individuelle Förderung, personalisiertes und selbstgesteuertes Lernen sowie eine Vielzahl an fächerübergreifenden Projekten sollen den Schülerinnen und Schülern mehr Alternativen zum klassischen Schulsystem bieten. Des Weiteren erwerben sie nach bereits 12 Schuljahren sowohl das deutsche internationale Abitur als auch die tschechische Maturita, was ihnen viele Studienmöglichkeiten an Universitäten in Tschechien, Deutschland und im Ausland bietet. This I can say confidently that I can feel the difference in critical thinking. The school really prepared me to build my arguments, to know, to somehow stand up for myself and express my opinion very clearly. Co se mi tady líbí, že je osobnější přístup, že nás je míň ve třídě, třeba kolem 18-20. Ve starších ročnících si vlastně vybíráme mezi hudebkou a výtvarkou podle toho, co se nám líbí. A obecně k umění i ke sportu se tady přistupuje trošku jinak než v dalších českých školách. Očekávají od nás, že se do toho budeme i angažovat, aby nám ukázali vlastně jiné věci, nejenom to akademické na té škole, ale i právě to umělecké a to sportovní. An Aktivitäten mangelt es an der DSP nicht. Die Kinder spielen in Schulbands, organisieren regelmäßig Ausstellungen und Konzerte oder gestalten Karnevals- und Sommerfeste für die Eltern. Aber auch die Unterrichtsmethoden sind vielseitig und innovativ. Im Rahmen der digitalen Modellschule wurden die iPads von Klasse 5 bis 12 eingeführt. Der Unterricht wurde ergänzt durch digitale Online- bzw. Lerntools, die den Schüler individuell Feedback geben zu seinem Lernprozess und sich sozusagen dem Lernen des Schülers anpassen. Und das ist wirklich in dem Sinne neu, da somit das personalisierte Lernen deutlich einfacher umgesetzt werden kann. Die Deutsche Schule Prag steht für Bildung made in Germany. Das ist Lernen eher in die Tiefe als in die Breite. Dann ein demokratisches Schulleben, wo Wahlen stattfinden zu Klassensprecher, zu Stufensprecher, zu Schülersenat und so weiter. Und dann Individualisierung in dem Sinne, dass Schüler dort abgeholt werden, wo sie stehen, mit ihrem individuellen biografischen Hintergrund. Unsere Idee ist jetzt nicht irgendwie was total Neues, ne? Aber es ist eben, dass wir eben sagen, nee, wir wollen ganz speziell, dass jeder Schüler, jede Schülerin hier an der Schule ihren Platz finden kann. Es geht wirklich darum, dann auch zu sagen, okay, ich kann mir aussuchen, wie ich das lernen möchte. Möchte ich einen digitalen Zugang haben? Mache ich es mit dem iPad? Brauche ich ein Buch? Nehme ich ein Heft? Will ich eine Erklärung von der Lehrkraft? Das heißt, wir wollen eine deutlich größere Offenheit eben schaffen.
Die Deutsche Schule Prag ist eine sehr integrative Gemeinschaft, die über 20 Nationen unter einem Dach vereint und somit auch die demokratischen Werte einer europäischen Gesellschaft unterstützt und umsetzt. Ich finde, das Besondere an dieser Schule ist, dass sich irgendwie jeder ein bisschen mit jedem kennt, weil wir sind nicht so viele Leute. Und dann ist es schön, dass es sich anfühlt wie so eine Gemeinschaft. Pokud rodiče chtějí, aby jejich děti prostě samostatně myslely, aby pochopili, co to je demokracie a jak k tomu by mohli patřit, aby se mohli prosazovat v pracovním světě, aby uměli pracovat v týmu, tak tím pádem německá škola by byla ideální volbou.